Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von PlayStationInfo.de und das ist der Wochenrückblick, Kalenderwoche Nummer 12 und ja, legen wir einfach mal los mit unseren 7 News hier. Natürlich ist diese Woche geprägt mit einigen schlechten Ereignissen, aber wir versuchen einfach mal das Beste zu ziehen und einfach jetzt mal wieder ein bisschen lächeln und gucken uns mal an, was diese Woche im Bereich Gaming los war, weil es war eine sehr turbulente Woche, muss man ehrlich sagen. Ich sag nur einfach, PlayStation 5 wurde präsentiert oder auch nicht. Fangen wir an mit News Nummer 1. Resident Evil 3, wird die Demo diese Woche veröffentlicht? Ja, bei Resident Evil 3 könnt ihr momentan jetzt die Demo spielen. Wie lang die Demo ist, kann ich jetzt gerade aus euch aus dem Kopf nicht sagen, aber sie soll auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Resident Evil 3 steht ja auch mehr oder weniger in den Startlöchern. Im April geht's los und dann gehen wir auch einfach jetzt über zu News Nummer 2. Call of Duty Warzone, Spieler stoßen bereits auf die ersten Easter Eggs. Ja, weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung. Ich will da jetzt nicht so weit drauf eingehen, aber es verstecken sich so einige lustige Anekdoten in Call of Duty Warzone, was momentan bei euch sehr, sehr gut ankommt. Ob das jetzt nun auch so bleibt, schauen wir mal, reden wir nochmal in 3-4 Wochen darüber, wie sich das Ganze dann entwickelt. News Nummer 3, und da war ich ein bisschen überrascht, wie negativ das aufgefasst wurde, weil einige Spieler haben sich darüber wirklich beschwert. Es geht um The Last of Us 2, Part 2, was ja nun auch ein bisschen eine negative Historie hat. Es wurde mehrmals verschoben, die Entwickler, die Mitarbeiter bei Naughty Dog sind alle nicht so gerade happy und so weiter und so fort. Viele müssen jetzt auch Homeoffice machen, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall steht das Spiel so ein bisschen in einem schlechten Bild da. Auf jeden Fall wurde jetzt auf Twitter ein kurzes Mini-Video, ein Mini-Teaser, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, veröffentlicht. Und dieses zeigt eine Kletterpassage im Schnee und das sah halt grafisch sehr schlecht aus und die ganzen Leute bei Twitter, aber Twitter ist ja auch dafür bekannt, dass Leute da immer gerne Bullshit reden, fanden das halt nicht so toll und deswegen ging das alles so ein bisschen unter. News Nummer 4, und da freue ich mich persönlich drauf, SnowRunner, ein weiterer Trailer wurde veröffentlicht und ein ziemlich langer Trailer. Ich weiß nicht, was mit Astragon los ist. Wer wirklich hier der Meinung ist, er muss hier 4-5 Minuten Trailer rausbringen, Respekt auf jeden Fall. Es gab sehr, sehr viel zu sehen mit einem schönen Voice-Over, was alles erklärt hat. Und SnowRunner geht ja auch bald los. Wir werden auf jeden Fall hier auf dem Kanal bzw. auf der Seite noch eine schöne Review dafür fertig machen. Und ja, Maze Runner damals war schon ziemlich nice. SnowRunner, ich mag halt einfach Spiele mit Schnee. News Nummer 5, Final Fantasy 7 Remake. Ganz als erstes muss ich dazu sagen, ich finde es interessant, dass dieses Final Fantasy 7 irgendwie bei euch komplett nicht ankommt. Ich weiß, dass Square Enix nicht so ganz ohne ist und dass die schon manchmal so Community-unfreundlich sind, kann man ganz ehrlich sagen. Das sind aber auch die meisten. Hin und wieder machen sie aber auch ganz tolle Aktionen. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass Final Fantasy 7, wo sich anfangs so viele drauf gefreut haben, momentan doch sehr untergeht. Und das sehe ich auch an den Klickzahlen, die jetzt bei Square Enix sind und auch an der Weltpresse mehr oder weniger. IGN hat auch diesbezüglich einen Artikel rausgehauen gehabt. Ich glaube, der ist auch soweit in der News verlinkt. Schaut es euch mal an. Auf jeden Fall, das erste Making-of-Video ist da und ich glaube aber, Final Fantasy 7 Remake wird schon nice werden auf jeden Fall. So, jetzt haben wir News Nummer 6 und das ist nochmal eine Resident Evil 3 News. Und zwar ist es einfach Resident Evil 3 Remake, Video fasst die Story zusammen. Ist selbsterklärend, will ich nicht drauf eingehen, weil jetzt kommt unser Thema Nummer 7 und dieses Thema hat auf jeden Fall die Woche komplett beherrscht. Und wir haben dazu auch 3-4 Artikel rausgehauen, ich glaube jetzt mittlerweile auch 5 mit dem Fazit. Und es ging um die Sony PK, nennen wir sie einfach mal Sony PK, es war eine Technik PK, wie auch immer. Und es hieß anfangs auch aus mehreren Quellen, auch großen Quellen wie zum Beispiel IGN und so weiter und so fort, dass wahrscheinlich das Design der PlayStation 5 gezeigt werden wird. Sony hatte das auch ein bisschen so kommuniziert, wie auch immer. Ihr kennt ja alles, Sony macht ja seit geraumer Zeit diese kurzen Live-Events und sowas, die ich persönlich rein subjektiv nicht so toll finde. Ich mag es halt irgendwie in großen Veranstaltungen und sowas, aber gut, das ist Geschmackssache. Ist auch egal und es interessiert hier auch nicht. Auf jeden Fall sollte die PlayStation 5 gezeigt werden. Sie wurde dann nicht gezeigt. Sondern es wurde wirklich ohne Flux, wurde 35-40 Minuten über die SSD geredet, die in der PlayStation 5 verbaut ist und was für Möglichkeiten die hat, aufgrund der Architektur, wie schnell das mit dem Laden ist, dass es keinen Laden mehr gibt in dem Sinne, so weiter und so fort. Ich habe das zum ersten Mal zusammen mit der Community in einem Livestream angeschaut und es war halt wirklich sehr unterhaltsam und ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. An der Stelle natürlich I Survived SSD. Ganz klar. Und das werden wir auch in Zukunft wieder machen, weil die Resonanz einfach auch toll war und es, glaube ich, wir konnten es so ertragen. Aber die Reaktion war auch einfach eindeutig und sie ist auch weltweit eindeutig, dass Sony sich mit dieser PK keinen Gefallen getan hat. Es mag zwar sein, dass einige von euch auch sagen, ja gut, die ist dann halt auch für spezielle Leute. Ja, dann sollten sie es aber nicht öffentlich machen, sondern halt auch in den speziellen Leuten dann auch einfach rüberschicken. Ich finde es ein bisschen schade, dass Sony PlayStation es noch nicht hingekriegt hat, irgendwas zu zeigen. Da ist Xbox auf jeden Fall weiter und hat auch einen guten Vorsprung mittlerweile hingekriegt.
Wie sich das ganze Thema weiterentwickelt, werden wir sehen. Ich persönlich bin schon ein bisschen enttäuscht und möchte es auch einfach jetzt so sagen. Und ja, gucken wir einfach mal, was weiter passiert. Weitere Informationen, was Sony da angekündigt hat mit der SSD, mit dem Sound und so weiter und so fort, findet ihr alles hier unten in der Beschreibung, playstationinfo.de. Wir haben das alles in Artikeln festgehalten und ja, das war's. So, Freunde, ganz kurz nochmal. So, da bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche. Ich weiß, es ist vielleicht für die meisten von euch nicht so einfach. Denkt dran, das geht auch alles wieder vorbei und einfach lächeln. Und wir haben alle unsere Probleme. Ich spreche aus eigener Erfahrung und wir müssen einfach das durchstehen. Und so schneller wir das alle zusammen durchstehen und uns an die Gegebenheiten anpassen bzw. an die Regeln halten, umso schneller ist es auch einfach vorbei. Das sollten einigen von euch auch einfach mal klar sein. So, möge die Macht mit euch sein, aber die dunkle Seite der Macht. Mein Name ist SoPro, besucht playstationinfo.de und bis zum nächsten Wochenrückblick. Bye, bye, baby, baby. Yeah.